Für mich war ganz klar, ich will zum FC Thun in die erste Mannschaft. Aber ich habe immer gedacht, in der Nationalliga an, natürlich. Der FC Thun verkörpert das Berner Oberland. Das ist sehr wichtig. Auf einmal im Bellitz 100 Meter Schlange war, für unsere Villa zu kaufen. Das war natürlich schon ein Moment, den wir sehr genossen haben. Als nächstes sicher U16. Ja, und dann haben wir weiter hoch. Und später möchte ich auch mal Mais spielen. 1898 rief eine Schar junger Männer im Gasthaus Sternen den FC Thun ins Leben. Fußball war damals eine neue Sportart und wurde als roher Proletariersport belächelt. Zuerst spielte der FC Thun im Grabengut, bis 1954 das Lachenstadion eröffnet wurde. Ein erstes Highlight für den Club war das Schweizer Cup-Finale 1955 gegen La Chaux-de-Fonds. Das war natürlich eine Sensation, dass der kleine FC Thun sich qualifizieren konnte. Wir haben dann in der Nationalliga A gespielt. Und es war natürlich für uns eine grosse Ehre, im Wankdorf zu spielen. Und bis damals der grösste Erfolg vom FC Thun. Profispieler hat es dann noch nicht gegeben. Hat jeder hat einen Beruf gehabt. Trainiert haben wir am Abend. Wir haben dann mit dem FC Thun, wenn ich mich richtig mal erinnere, noch dreimal pro Woche trainiert. Nicht zweimal pro Tag, wie sie es heute machen. Es war natürlich ein ganz anderes Tempo gewesen. Weniger athletisch wie heute. Aber ich glaube, das Publikum hat dann auch an uns Freude gehabt, wie wir gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben die Chaux-de-Fonds ihre technische Überlegenheit zu beweisen und bombardieren die Fotografen. Der FC Thun spielte 17 Saisons lang in der Nationalliga, tauchte dann aber bis in die zweite Liga ab und stieg erst 47 Jahre später unter der Führung von Hans-Peter Latour wieder in die höchste Schweizer Spielklasse auf. Das war ein wunderbarer Moment, das vergesse ich nie mehr hier, denn das entscheidende Spiel, was näher ist abgegangen, eben wieder in der obersten Liga dabei zu sein. Und die Geschichte kennt man ja nachher ein bisschen. Also, wir haben uns nachher sogar für das internationale Geschäft können qualifizieren. Wir haben gespielt gegen Hamburg, gegen Wolfsburg und ich habe nachher ja die Mannschaft verlassen, aber ich habe immerhin der FC Thun eine zweite Stelle können abgeben. Wir sind mehrere Runden sogar Tabellenführer. Also, das war einmalig in der Geschichte. Und Thun, das ist eigentlich mein Club, wenn ich das darf sagen, auch wenn ich bei vielen anderen oben war. Die Popularität des FC Thun nahm mit der Qualifikation für die Champions League enorm zu. Quasi aus dem Nichts kickte sich der kleine Verein 2005 in die europäische Königsklasse. Das war eine wahnsinnig aufregende Zeit. Als wir hier reinkamen, war es ein Ausnahmezustand im ganzen Oberland. Es hat einfach alles gestimmt. Wir waren dann gegen Dynamo Kiew krass Aussenseiter. Niemand hat es gedacht. Und, ja, es hat wirklich alles gestimmt. Wir hatten wahnsinnig viel Glück gehabt, aber wir haben natürlich auch sehr viel Herz gezeigt. Super Team, Teamgeist. Und, in der zweiten Runde sind wir näher gegen Malmö gekommen. Dort waren wir nicht mehr so der krasse Aussenseiter. Und gleichwohl war Malmö dann zumal schon der renommierte Verein als wir, als FC Thun. Und ja, was wir dann erlebt haben, vor allem im Heimspiel vor 30'000 Zuschauern ausverkauft, das war wie eine Massenextase, ist einem vorgekommen. Es ist wirklich etwas, was sich auch niemand wird wiederholen in diesem Stadion. Und vor allem auch nicht für den FC Thun. Und dann sieht man, dass eben solche Sachen gleichwohl möglich sind, dass eben nicht nur das Geld zählt. Das ist das, was wahrscheinlich so sympathisch war. Darum haben wir auch die ganze Schweiz Vereine auf unserer Seite gehabt. Wenn der FC Thun 2008 in die Challenge League abstieg, wurden die Frauen 2009 Schweizer Cup-Sieger und vom Club als FC Thun Frauen integriert. Der Frauenfußball boomt eigentlich richtig. Bei uns ist das Kurzpassspiel, das sehr zur Geltung kommt. Und es ist halt wirklich der Spielfluss und das Spielverständnis, das bei uns halt eher da ist, wo wir multifunktionell sind, Frauen eher als Männer. Und deswegen sage ich, sicher attraktiver als der Herrenfußball. Die Mannschaft ist letztes Jahr aus der Challenge League aufgestiegen.
Und wir sind jetzt der Neuling in der Super League und denke, wir haben das bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Wir haben gute Resultate geboten und wir haben auch attraktiven Fußball gespielt. Wir versuchen natürlich mit unseren eigenen Mitteln die kleine Differenz auszumachen, indem wir auch Teamgedanken haben, dass die Leute sich untereinander auch verstehen. Ja, und Spieler aus der Region ein bisschen integrieren. Es ist immer wichtig auch für das Berner Oberland, dass da eigene Spieler auch zum Einsatz kommen. Ja, und eine kleine Euphorie, dass wir nach dem Aufstieg doch eine Mannschaft zusammengestellt haben, die mitspielen kann. Nicht nur gegen die untere Tabellenhälfte, dass wir uns nach oben orientieren. Und wir machen es recht gut und das Team funktioniert. In der Zeit, als ich da bei Trainer war, sind wir ins internationale Geschäft gekommen. Wir sind nach Deutschland gespielt, in die grossen Stadien. Ich habe immer ein bisschen den Spieler gesagt, seht ihr, denen muss man solche Stadion bauen, dass sie ein bisschen säckeln. Und wir säckeln wahnsinnig, dass wir auch so eins bekommen. Und jetzt, wo wir die Profile sehen nachher und die Baustelle, jetzt kommt das. Also, das ist für mich auch noch ein schöner Moment, wenn ich in diesem neuen Stadion auf der Tribüne hocke und hoffentlich einen spannenden Match zuschauen kann.